meine lieben Freunde der plastischen Kunst, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem kleinen 8000 Abonnenten-Special. Ja, wer es verfolgt hat, vor einigen Tagen habe ich die 8000er-Marke geknackt. Da möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken, dass ihr diesen wahnsinnigen Meilenstein möglich gemacht habt. Ja, und das Ganze würde ich halt auch gerne ein bisschen feiern. Und da wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Also ich habe mich mal ein bisschen bei den Kollegen umgeguckt. Viele verschenken oder verlosen ja immer was. Und wer mich kennt, der weiß, ich halte vom Schenken nicht so viel. Man muss was dafür tun, damit man was bekommt. Und da habe ich daran gedacht, was ich euch schon ein paar Mal ans Herz gelegt habe. Wenn dieser Lockdown vorbei ist, tragt auch noch mal ein paar Euro zu eurem lokalen Modellbauhändler. Ja, und da habe ich mir eine schöne Idee ausgedacht. Und zwar habe ich hier 50 Euro, die werde ich jetzt im Zuge meines Abonnenten-Specials stiften. Die kommen in eine Kasse. Die habe ich hier. Muss ich nur noch mal schnell den Code eingeben. So, 50 Euro, Geld da rein. Oh, ihr habt den Code gesehen, schnell weg drin. So, Kasse zu. Genau, geht nicht mehr auf. Also, diese 50 Euro sind jetzt in der Kasse und mit diesen 50 Euro möchte ich gerne euren Einkauf bei eurem lokalen Modellbauhändler unterstützen. Wie läuft das Ganze ab? Also, wenn der Lockdown irgendwann jetzt mal hoffentlich, Stand heute ab dem 14., wahrscheinlich aber erst ab dem 1. März, rum würde ich jetzt einfach mal schätzen, vorbei ist, geht ihr einfach zu eurem lokalen Modellbauhändler, / Spielwarengeschäft und kauft euch irgendetwas Modellbauartiges. Also es ist jetzt auch nicht nur auf den Plastikmodellbau bezogen, ihr könnt euch auch für die Eisenbahn irgendwas kaufen oder RC-Modellbau, völlig egal, es geht vielmehr darum, den lokalen Händler zu unterstützen. Kauft da irgendwas ein und macht dann ein Foto von der Quittung. Wichtig dabei ist, auf der Quittung muss zu sehen sein, dass es sich um ein Modellbaugeschäft handelt. Also wenn da steht Panzerschmieds Modellbaushop zum Beispiel, wäre natürlich ideal. Aber wie gesagt, es soll halt ersichtlich sein, dass es nicht irgendein Spielwarenladen ist. Weil da muss ich jetzt auch nochmal differenzieren, viele Spielwarenläden haben ja Modellbau dabei. Also es soll halt ersichtlich sein, dass es ein Modell gekauft wurde und auch ein lokaler Händler unterstützt wurde. Ich glaube, ihr habt es ungefähr verstanden, wie ich das meine. Ja, also da macht ihr ein Foto von oder macht einen Scan davon und schickt mir das dann einfach an meine E-Mail-Adresse david@panzerschmied.com und unter allen Einsendungen werde ich dann mal, hängt ein bisschen davon ab, wie viele es sind, verlosen oder teilweise was verteilen. Also meinen Fubi, den ich jetzt in der Kasse habe, werde ich auf diese Einsendung eventuell verteilen oder für den einen gibt es 10, die anderen 5, ich weiß noch nicht genau. Wie gesagt, es hängt jetzt einfach davon ab, wie viele mitmachen. Also ihr könnt ganz einfach diese Geschichte unterstützen. Geht zu eurem lokalen Modellbauhändler nach dem Lockdown, kauft euch ein schönes Modell. Preis ist auch völlig egal, also ob ihr da 10 Euro lasst oder 200 Euro, das ist eure Sache. Ich werde auf jeden Fall von der Rechnung nach meinem Plan dann ein paar Euro übernehmen. Ihr könnt aber auch noch in anderer Form das Ganze unterstützen. Vielleicht sagt ihr ja auch, schöne Aktion, lokalen Handel unterstützen, da bin ich dabei. Ich würde gerne auch einen Zehner in die Kasse schmeißen. Kein Problem, könnt ihr auch gerne machen. Am einfachsten ist hier der Weg über PayPal. Da könnt ihr auch an dieselbe E-Mail-Adresse david@panzerschmied.com mir Betrag X überweisen, so viel wie ihr stiften möchtet. Ich werde das auch hinterher alles offenlegen, damit ihr seht, dass da nichts in irgendwelchen schwarzen Kassen verschwindet. Also das wandert hier alles in meine kleine Kasse ein, in die Corona-Hilfskasse, wie wir sie jetzt nennen werden. Und alles, was da drin ist, werde ich dann auf die Einsendungen der Kassenbons einfach verlosen. Ja, und das ist mein kleines Abonnenten-Special, was auch gleichzeitig ein kleines Konjunkturpaket für die lokalen Modellbauläden sein soll. Also ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ihr seid hoffentlich mit dabei, sowohl beim Einkauf als eventuell auch bei der Stiftung von ein paar Euro für diese Kasse. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich werde natürlich alles transparent gestalten und auch im Nachgang offenlegen, an welchen Laden es gegangen ist. Also nicht an welche Person, sondern wirklich welcher Modellbaushop in welcher Stadt einen Anteil dieser ganzen Geschichte bekommt. Gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu, unterstützt diese Aktion, bleibt mir gewogen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.